Mein Name ist Johannes Guillot, ich bin 37 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Wir leben in einer konfessionsverbindenden Ehe. Beruflich bin ich in der freien Wirtschaft im Vertrieb tätig und in der Kirchengemeinde bin ich als Lektor engagiert. Für die, die es nicht kennen, Lektor ist jemand, der hier an dieser Stelle steht und während dem Gottesdienst aus dem Wort Gottes aus der Bibel vorliest. Wir befinden uns hier in der Stiftskirche St. Margareten in Waldkirch. Der Glaube steht und fällt für mich mit Jesus Christus. Der Glaube gibt mir außerdem die besten Antworten auf die großen Sinnfragen des Lebens. Wenn ich als profanes Beispiel dieses Handykabel nehme, damit könnte ich theoretisch die Wäsche aufhängen. Ich könnte vielleicht sogar damit fischen oder irgendwas zusammenbinden oder sonst was damit tun. Wenn ich aber den wirklichen Sinn verstehen möchte, dann muss ich den fragen, der es gemacht hat, den Designer. Erst dann wird es intakt sein, wird es richtig funktionieren, wenn ich es für das verwende, wofür es gemacht ist. Wenn wir Menschen von Gott gemacht sind, was ich glaube, dann werden wir auch die Antwort auf den Sinn unseres Daseins bei ihm finden. In der Bibel, im Wort Gottes, kann ich mehr über ihn erfahren, über sein Wesen. Es ist die Liebesgeschichte von ihm an uns Menschen. Es ist auch das, was alle Christen jeglicher Konfession, Denomination, jeglicher Couleur miteinander verbindet. Und es ist mir deswegen wahrscheinlich auch eine Herzensangelegenheit, hier in der Gemeinde als Lektor tätig zu sein.